Ich musste so viel den Kopf schütteln, dass mir echt der Nacken wehtut. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Aloha, heute ist Sonntag und normalerweise gönne ich mir sonntags immer einen freien Tag. Also ich mache abends meinen Livestream, aber sonst lasse ich Video und YouTube raus am Sonntag. An Tagen, an denen ich frei habe, so wie Sonntag, sondern in meinem Urlaub, schlafe ich aus, stehe irgendwann auf und mache so einen Nachrichtenüberblick. Also was steht heute im Internet, was ist so passiert? Alleine das Lesen einer Nachrichtenseite, alleine das Lesen, die Überschriften einer Nachrichtenseite haben mich schon extrem, wie soll ich sagen, ich musste so viel den Kopf schütteln, dass mir echt der Nacken wehtut. Unglaublich. Ich lese einfach mal nur die Überschriften vor, die heute an einem Tag auf der Hauptseite eines Nachrichtenportals stehen. Krawalle in Stuttgart. Terroranschlag. Mann in Reading sticht Menschen nieder. Schüsse in Minneapolis. Ein Toter, 11 Verletzte. Bewohner aus Quarantänehochhaus bewerfen Polizisten mit Gegenständen. Hochstapler gibt sich als Arzt aus und sorgt todkranke Menschen ab. 2 Tote. Mehr als 1000 Infizierte in einer Fleischfabrik. Verantwortlicher lehnt den Rücktritt ab. Nach massivem Corona-Ausbruch. Die Stadt Gütersloh fordert Hilfe der Bundeswehr an. Straßenschlachten zwischen Tschetschenen und Nordafrikanern in Frankreich. Hamburger Club verbreitet alternative Meinungen zu Corona. Verband straft Chefin ab. In was für einer Welt leben wir eigentlich gerade? Also mein Nacken tut weh vom Kopfschütteln. Auf die Krawalle in Stuttgart möchte ich ein bisschen näher eingehen. Leute, in ganz Deutschland muss man, wenn man an öffentlichen Plätzen feiert, damit rechnen, von der Polizei kontrolliert zu werden. Es war auch schon vor Corona so. Und man muss auch damit rechnen, dass auf Drogen kontrolliert wird. Tatsächlich sind einige Drogen in Deutschland illegal. Und man muss einfach mal damit rechnen, dass es zu Drogenkontrollen kommt. Wenn ihr so doof seid, an einem öffentlichen Platz in Stuttgart Drogen zu konsumieren, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass irgendwann mal die Polizei vorbeikommt. Dass ihr dann eine Nacht lang Krawalle macht, ist einfach mal asozial. Diese Krawalle hat nichts mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun. Sie hat nichts mit Corona-Demonstrationen zu tun. Sie waren einfach nur begründet durch Dummheit. Ihr zieht durch die Straßen, schlagt Polizisten zusammen, zerstört Polizeiautos und zerstört die Innenstadt und fangt an zu plündern. Und ihr plündert unter anderem einen Euro-Shop-Läden? Ich meine, wie billig und assi seid ihr denn, dass ihr einen Euro-Shop-Läden plündert? Ich meine, wie tief muss man denn da sinken, um Gottes Willen? Also, plündern finde ich generell ziemlich assig. Wenn man für irgendeine Sache demonstriert, dann plündert man nicht. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Und vor allem aktuell, nachdem viele, viele, viele Läden auch in Stuttgart geschlossen hatten wegen dem Lockdowns, die dann jetzt auch noch zu plündern, ist wirklich asozial, peinlich, niederträchtig. Ich weiß, mir fallen gar nicht so viele Worte ein, für wie scheiße ich das eigentlich finde. Der andere Punkt ist, ihr demonstriert bzw. ihr macht Randale in einer Stadt bzw. in einem Bundesland, das, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt, ich meine, Baden-Württemberg ist eines der reichsten Bundesländer in Deutschland und euch Jugendliche wird euch dort wirklich der Arsch gepeppert. Wie soll ich das sagen? Jeder Idiot findet in Stuttgart und Umgebung eine Ausbildungsstelle. Wirklich jeder.
Und wenn ich eine Ausbildung stelle, dann findet ihr eine Arbeitsstelle am Fließband bei Bosch, mit der ihr mehr bezahlt als so mancher fertig studierter Mensch hier in Berlin. Was soll die Scheiße? Ich lasse das mal so stehen. Bleibt gesund. Putzt euch die Nase, wascht euch die Hände, denkt mal ein bisschen drüber nach über eure Entscheidungen und eure Taten. Und generell gilt, es kommt anders, wenn man denkt. Ich meine, wie billig und assi seid ihr denn, dass ihr 1-Euro-Shop-Läden plündert? Denkt mal ein bisschen drüber nach über eure Entscheidungen und eure Taten. Und generell gilt, es kommt anders, wenn man denkt.